Vielleicht habe ich hier meinen Platz gefunden. Ich glaube sogar ja. 29 Grad. Ich gehe mir jetzt Getränke holen. Diese Stille, die hörst du echt nur Vögel. Ein schönes Bild mit meinem Fahrrad und mit mir. Da im Hintergrund die Altstadt, da fahre ich jetzt gleich rein. Boah, ist hier ein Vogelpalaver, Ast rein, ey. Lübeck ist jetzt nicht so weit. Boah, wie ich das hasse, ey. Hier direkt neben Schafen. Ist das süß? Ast rein, ey. Was für ein herrlicher Strand. Hallo. Hier könnt ihr pervers gut übernachten. Man braucht das. Gehört zu einer Fahrradtour dazu. Oh, wunderschön, Leute. Was ist das, ey? So sieht Käse aus bei 29 Grad. Herrlich, Leute. Wow. Stralsund. Hat was, ne? Hammer. Schon die Außenfassaden hier der Stadt sind schon geil. Ah, ich könnte so draufhalten. Oh, nicht wieder gerappel doch. Gefällt mir ja gar nicht. Boah, wie ich das hasse, ey. Oh. So, hier mache ich jetzt erstmal hier vom Puls. Oh, gucken, guck. Ja, nicht den Platz freimachen. Wunderschön. Ja, Altstadt halt, ne? Und wieder Gerappel. Oh. Warum? Warum haben die Osteuropäer das alle? Wollen wir weiter rappeln hier, ne? Ah, ne. Oh, eine schöne Kirche, jo. Ja, da war schon mal was. Schöne Fassade. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie rüberkomme. Ja. Und da ist ein schöner See da unten. Oh, herrlich. Wow. Oh, gegen die Sonne, ey. Oh, wunderschön, Leute. Was ist das, ey? Ja, jetzt fahren wir hier rein. Bevor mich hier alle Autos umnieten, ey. Ja, hübsche Städtchen, Leute. Aber die könnten das echt verkehrsfrei machen hier. Das ist ja grauenhaft. Mit dem Verkehr hier drin. Ja, was haben wir denn hier für ein Monument? Leute. Das ist doch gigantisch. Einfach nur herrlich alles, Leute. Und dieses Monument hier, guckt euch das an. Das ist nicht gigantisch. Wow. Mal irgendwie von nahen machen hier. Nein. Das Denkmal ist schon irgendwie klasse. Oh, DDR-Denkmal. Das niemals wegmachen. Egal wie wir politisch denken. Niemals wegmachen. Niemals. Ja, Stralsund hat mich überrascht. Oder besser gesagt nicht überrascht. Ich wusste, dass Stralsund sehr schön ist. Ich war auch schon mal hier. Aber nicht in der Stadt, sondern nur im Wasser- und Schifffahrtsamt. War mal rein beruflich. Schon etwas länger her. Tja, und jetzt tatsächlich in Stralsund. So, jetzt nehme ich noch ein kleines bisschen hier die Altstadt mit. Und dann geht's auch raus aus Stralsund. Ja.
Adios. Also, auch eine Kleinigkeit, ne? Nehme ich doch noch mit, diese schönen Fassaden da hinten. Wow. So, oh, den habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist ja geil. Ha, bei der Ausfahrt. Das ist ja toll. Supi. Hammer. Ja, tut mir leid, das Gerappel, aber ist so. So. Den See, der da hinten See. Den See. Den muss ich jetzt umfahren. Und dann bin ich fast wieder auf der richtigen Spur. Ah, herrlich. Ja, schön. Hier noch Stadtmauer. Ah. Ja, Stralsund will nicht enden, ne? Schön. Irgendwie kann man sich hier nicht satt sehen, da die Stadtmauer. Dann nochmal die Kirche kann man sehen. Ja, so eben, ne? Ja. So, noch ein weiter. Etwas zu früh links abgebogen. Da muss ich links. Da muss ich weiter. So. Da bin ich noch gespannt, meine lieben Leute. Ja, Stralsund. Sterzworselt. Oh, der See ist schön. Da muss ich einmal rum. Genau. Da fahre ich natürlich nicht mit Fahrrad, weil da tolle Fußgänger sind. Oh, noch ein Torbogen. Wow, Leute, ey. Ja, Stralsund hat schon was zu bieten, Leute. Kann man nichts sagen. Oh, da hinten das offene Meer. Soll ich da nicht runterfahren? Kommt irgendwie nicht weg aus Stralsund, Leute. In dem Blick, den lasse ich mir auf keinen Fall nehmen, der jetzt kommt. Sie stand am Kai. Oh Leute, herrlich. Die Ostsee. Irre, ne? Oder? So, und jetzt noch ein schönes Bild mit meinem Fahrrad und mit mir von der Ostsee. Damit auch alle wissen, dass ich hier war. Stralsund. Man hat mir gesagt, ich kann hier weit, weit im Ufer entlang fahren. Das ist so schön angenehm, ne? Erinnert mich ein bisschen an die Küstenstraßen der Türkei. Nein, jetzt nicht von der Ähnlichkeit, sondern vom Aufbau. Wunderschön. So ruhig hier, ey. Ein Straßenverkehr. Lass mich da durch, ja? Achtung, da kommt einer. Kann es nicht immer so bleiben. Ja, schon einige unterwegs hier, ne? Ja, schön. Ja, ihr lauft falsch hier, ey. Gucken, wie lange der Weg hier geht. Hier ist ein Sonneneingang von Manjo. Wow, Leute. Was ist das denn, ey? Wunderschön. Ah, da hinten nochmal die Brücke. Ups. Astrein, ey. Was für ein herrlicher Strand.
Oh Leute, ich weiß gar nicht, was mich gerade abgehalten hat, davon da schwimmen zu gehen am Meer. Irgendwie habe ich mich gestresst gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe mit der Insel und Stralsund angucken. Das war ganz schön anstrengend, das muss ich sagen. Vor allem, wir haben 29 Grad, ja, 29 Grad. Und ich gehe mir jetzt Getränke holen. Boah, echt, das ist heftig jetzt gerade. Jetzt wird's heftig. So, wenn man bedenkt, ne, fast 10. September, so ein Wetter. Eigentlich muss ich danke lieber Gott sagen. Aber das ist jetzt wirklich ein bisschen heftig. Okay, ich mache jetzt Pause, trink schön. Und dann ab in Richtung Rostock oder so, Wismar, ach, keine Ahnung, irgendwie. So, raus aus dem Strand, Hansestadt, Stralsund und auf nach, wie ist das jetzt, Prehn oder so ähnlich, oder Kron, habe ich das vergessen. Auf jeden Fall erstmal wieder aufs Land und das Meer ist nie zu weit weg, zu rechten. Oh, da sieht man nichts, so ein bisschen hügelig da, ne? Hoffentlich nicht zu. Ich habe heute Abend keine Lust mehr drauf. Es ist nämlich sehr warm, Leute, sehr warm. Ja, knallt die Sonne. Ja. Oh, eine Kaffeemühle. Ich fahre weiter nach Altenplehn. Da ist erstmal ein bisschen gegen den Wind. Der kommt aus dem Südwesten und ich fahre jetzt gerade nach Westen und wisst ihr, was das für mich heißt? Vorne links der Gegenwind. Aber muss ich durch. Ich sag auch gleich wieder zweimal Nordrichtung, ein Richtung Ostsee. Boah, ist das still hier. So, hinauf nach Schmedshagen in der Gemeinde Vorpommern-Rügen oder Bezirk, wie auch immer. Boah, geht ganz schön hoch hier, Leute. Und der Wind auch nicht günstig, sag ich. Sieht aber noch sehr DDR-isch aus, so nach Landesproduktionsgenossenschaften, LPG. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. So, der kleine Ort Preetz. Eigentlich nur ein Zwischensee. Hier passiert gar nichts. Hier werde ich nicht pausieren, hier hole ich mir nichts zu essen oder zu trinken. Zu essen sowieso nicht, ich habe nur Durst. Hallo. Reisende? Kann sein. Pommerbischer Hof. Ein kleiner Betrieb. Oh, hier spaltet mir die Straße. So, auf einer Apfelweg oder so ähnlich. Oh, hat er in der Kuhbetrieb. Also das ist neu, dass man sich hier eincremen muss, Leute. Ah, das ist neu. Oh, scheiße. Also gegen Mückenstiche, ne, das meine ich. Oh, ich frage mich, was hier für eine Stressecke ist, die hier alle abbiegen, ne? Wie geht das denn hier? Na, soll ja wahrscheinlich zum Meer oder so. Da muss ich gleich weiter, wahrscheinlich. Leute, Wärme ist ja was Tolles, ne? Aber nicht mit dieser Schokolade und so alles. Schmilzt alles, guck mal, hier ist alles Weichei. Kannst alles nicht essen. Aber heute Nacht soll 18, 19 Grad werden. Aber ich habe gehört, morgen doch schön. Montag vielleicht auch noch, aber Dienstag nicht mehr. Bin ja mal gespannt. Ich weiß überhaupt nicht, wie lange die Fahrradtour geht. Lübeck ist jetzt nicht so weit. Wir verglichen mit 200 Kilometern. Kann doch gar nicht, so wenig. Da bin ich ja ganz schnell. 2 Tage. Boah, es war ja wirklich hier durch Dörfer, ey. Richtige Kuhdörfer. Kleine Wege nur. Oh, Wahnsinn. Kaum Platz. Holla. Ja nu, ich will zur Küste, ne? Hinter jemand, neuen Plänen. Und das Dorf L213. Ich weiß ja nicht, da kommen doch keine Radreisende, ne? Doch. Wow, die fahren genau hier lang, wo ich lang fahre. Das ist ja cool. Hallo. Ja, die waren mal nett.
heißer Sand und ein verlorenes Land und das Leben in Gefahr. Oh, hab ich das Meer da hinten gerade gesehen? Kann sogar sein. Wenn ich jetzt hier links abbiege, bin ich wieder auf der Hauptstraße, aber dann habe ich erstmal brutalen Gegenwind. Hier ist das Meer dahin. Wow. Ja nun denn. Das sehen wir heute Abend, wenn ich Glück habe. Soll ich erstmal auf die Hauptstraße. Kein Auto da. Ey. Ich bin hier echt in einer gottverlassenen Gegend. Außerdem fahre ich jetzt gleich in die nördlichste Stelle der DDR. Ja. Wo ich gerade DDR sage, ne? Genau so ist die Straße hier auch. Rumpel, 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 Peter. 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 Da kommt die nächste Weltstadt, Uschenhagen. Oh, ein Auto. Denn hier DDR-Gefängnis oder was? Boah, schrecklich. Dieser eine Bau hier, ne? Hammer. Ja, hier schon ähnlich, ja, hier rechts. Schöne Eigenheimchen. Aber die Straße immer noch kacke. Wieder eine T-Kreuzung. Jetzt habt ihr vollen Gegenwind. Gleich wird es wieder etwas besser. Wenn es hier rechts abgeht nach Bad, man sieht die Baumallee. Das ist meine Richtung. Ah, und da geht es auch irgendwie wieder Richtung Meer. Großkorzhagen. Ah, groß. Bin mal gespannt. Ein Schäppchen wäre nicht schlecht, so mit einem Getränk jetzt oder so. Ich glaube kaum hier. Das ist genauso ein Kuhdorf, Großkorzhafen. Von da kam ich, hier für Fahrräder abstellen. Ich dachte erst eine Bushaltestelle, Leute, hier. Aber noch viel besser. Boah, eine Pausestelle und da ist einer mit Mädchen unterwegs, ey. Ich fass das nicht, ey. Und guckt euch das mal an, Leute. Rastplatz für Fahrradfahrer absagen. Guckt euch das mal an. Leute, ihr könnt pervers gut übernachten. Ich überlege schon, echt. Ich weiche jetzt von der Hauptroute ab, das, weil ich angestrebt habe, ganz im Norden auf die Halbinsel zu kommen. Das habe ich bei der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr gesehen, wo die Sonne schon wieder steht. Ich will auch wieder kein Fiasko erleben. Es gibt einen Campingplatz, der heißt Hafencampingplatz. Den steuere ich an, das sind so 8-9 Kilometer, vielleicht auch 10. Und das soll ganz gemütlich da sein, auch für Zelte, vor allen Dingen für Zelte. Und da will ich dann heute übernachten. Ich will da duschen. Ich will da meine Handys aufladen, damit die, sag mal, letzten 2-2,5 Tage bis Lübeck dann auch noch gut über die Bühne gehen. Ne? Wobei ich jetzt schon sagen kann, Lübeck ist dann immer noch nicht das Ende der Radtour. Immer noch nicht. Aber das passiert dann. Anderes, Seltsames. Hey, schicke Gegend hier, schicker Bauernhof. Wow, und da ganz hinten ist das Meer. Könnt ihr sehen? Ich, ja, ganz dünner Strich. Wunderschön. Einfach nur wunderschön. Hey! Herrlich. Leute. Vielleicht habe ich hier meinen Platz gefunden. Ich glaube sogar ja. 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 Oder? Sicher. Ist auch schön doof, wenn ich das nicht nehmen würde, Leute. So, nachdem ich die Kamera jetzt auch ein bisschen frisch gewischt habe. Wie direkt neben Schafen. Ist doch süß. Mäh. Oh, kann sein, dass hier noch ein paar Fahrradfahrer vorbeikommen oder so. Auch das ist so eine verlassene Gegend, meine lieben Leute. Touristeninformation. Hier dürfen sie nicht zelten. Nein, Quatsch. Putzig. Und dann direkt neben der Windmühle hier. Ja. Na, ihr Putzigen. Na, braucht keine Angst haben. Mach euch nichts.
Oh, fotogen ist das. Leute, wie geil ist das? Und jetzt fragt ihr euch natürlich, warum geht der heldenhaft nicht auf den Campingplatz? Hat der kein Geld oder was? Was ist die Herausforderung dabei, den Sower zu nehmen, anstatt einen Zeltplatz? Ja, das ist die Herausforderung. Es liegt nicht am Geld. 10, 15 Euro, von mir aus auch 20 Euro, würde ich zahlen. Aber ja, die Herausforderung ist die Herausforderung. Ne? Hier so kostenlos, ein bisschen spannend. Ich glaube, man braucht das. Das gehört zu einer Fahrradtour dazu. Ne? Und klar, kann es sein, dass da mal irgendwo noch ein Fahrradfahrer kommt. Aber wenn das dunkel wird, Leute, hier um die Uhrzeit, entweder von da oder von da, ich bin ja direkt an der Schnittstelle oder besser an so einer Kurve. Ja, was sollen die sagen? Pause macht jetzt hier auch keiner mehr. Und je dunkler das wird, desto weniger Radfahrer werden hier auch vorbeifahren. Kommt bestimmt noch welche. Schätze so 5 Stück. Nur mitzählen? Ich sage euch nachher die Wahrheit. Also, Herausforderung ist, solche Schlafplätze zu haben. Ja, jetzt habe ich keine Dusche, jetzt habe ich keine Auflademöglichkeit, jetzt habe ich kein Wasser. Obwohl, ich habe ja genug eigentlich. Ich habe eine Pulle, 1,5 Liter zum Kochen, reicht das allemal. Und fast 1,5 Liter so zum Trinken, das reicht. Das ist alles gut, Leute, alles gut. So, Leute, Nudeln werden gekocht. Seht ihr mich überhaupt? Hallo? Ah ja. Wo sind denn überhaupt die Nudeln? Da. Ja, alles prima hier. Ich habe ja gesagt, 5 Fahrradfahrer kommen vorbei. 5 waren jetzt schon. Also 3 mit dem Fahrrad, 2 mit dem Auto, die wollten hier halten. Und dann haben die mich hier gesehen. Ach so, 2 andere Fahrradfahrer auch, wollten auch hier halten. Ja, aber da ich ja hier mein ganzes Gepäck habe und so, die direkt wieder abgezischt. Yeah. Brav. Jo, mein Nudeln kochen. Glaub wohl. Ja. Aber Achtung. Heiß. Also rein mit dem Scheiße. Yes, das war der Rest. Okay. Salz ist schon drin, keine Panik. Morgen ist ja Sonntag, ne? Also dann sollte ich zu Hause sein. In meiner Heimat. Auch wenn ich mich jetzt nicht riesig drauf freue. Die Begründung wisst ihr ja vielleicht. Mach mal eben die Kamera sauber. Moment. So, besser? Weil das ist ja alles anders als vorher. Beim Motor muss ich schon wieder arbeiten. Also wenn ich Sonntag nach Hause komme, habe ich irgendwie einen Fehler gemacht. Ne? Ja. Jo, ich genieße mal jetzt noch den Abend. Ne? Tagebuch habe ich schon geschrieben. Wollte nur noch essen, Käffchen trinken. Man schon fast heier machen, damit ich morgen, boah, immer die Finger dazwischen, damit ich morgen irgendwie, ja, hoffe ich, klappt das überhaupt mit dem Selfie auf und ab, bin noch gar nicht sicher, ey. Ich hoffe ja, ne? Ja, okay. Bis morgen. Es ist ja offiziell ein Vogelbeobachtungsort, ne? Ich weiß auch warum. Guck mal an, was hier los ist, ey. Überall herrlich. Wow. Klasse. Bad, noch 9,2 Kilometer. Okay, aber interessiert mich jetzt nicht. Die Vögel interessieren mich. Hammer. Herrlich. Einfach nur herrlich. Zugvögel. Diesen Sonnenuntergang muss man einfach mitnehmen, Leute. Herrlich. Und dann diese Stille. Die hörst du echt nur Vögel oder Störche. Wahnsinn. Irre ruhig. Geht leichter. Boah.
weiß nicht, 9. September oder 10. Sonntag ist das mal. 54. Radreisetag. 4.800 Kilometer gefahren und ich habe keinen Bock mehr. Ich will doch langsam nach Hause, aber was eine wunderschöne Ecke hier, ne? Hört euch die Tiergeräusche an hier. Zeige ich euch das mal, glaube ich, ey. Ja, steh gleich auf. Nacht war relativ ruhig, außer irgendwo der Disco war bis 12 Uhr oder was. Boah, ist hier ein Vogelpalaver, Ast rein, ey. Die Störche ziehen überall. Ach, herrlicher Morgen, ey. Hey, schön. Wo ich komme? Boah, bin zweimal eingeschlafen. Ey Leute, das war Mücken gestern Abend. Mücken. Das war das Schlimmste, was ich gesehen hatte auf der ganzen Fahrradtour. Ich bin durchgestochen ohne Ende an den Füßen, ey. Und schon wieder da die ganzen Viecher, ne, die hauen ab. Jetzt bin ich mal auf einer kleinen Anhöhe hier. Nach dem See habe ich gestern Abend gar nicht mehr gesehen. Wie denn auch? Könnte sowas schon ein Abklatsch vom Meer sein. Ja, Sonne scheint, ein bisschen Morgentau. Das ist eine herrlich romantische Stelle, Leute. Ja, gestern Abend natürlich wieder bis 12 Uhr Bum 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 Musik irgendwo aus der Ferne da hinten. Und da war ziemlich laut. Ey Leute, hier kannst du wirklich Vögel beobachten. Das ist so geil hier, ne? Diese Stille. Eine einmalige Stille. Hier fährt kein Auto, hier fährt gar nichts. Leute, und so sieht Käse aus bei 29 Grad. Ja, warme Scheiben. Kaffee kocht. Und für danach, Leute, ob ich diese irrsinnige Ruhe. Ja gut, das ist irgendeine Rangerin hier, die guckt wohl Vögel, die sah sehr offiziell aus. Ob die nochmal erleben werde, auf der restlichen Fahrradtour? Ich glaube kaum. Weil es wird ja städtischer. Bismarck, Rostock, Lübeck. Und so weiter auf den letzten 100 Kilometer. Aber wer weiß, vielleicht das letzte Naturschutzgebiet würde ich erleben. Vielleicht. Aber wer weiß, die Mücken haben mich heute Nacht echt abgestochen. Ne? Meine Füße sind komplett zerstochen. Dabei bin ich gar nicht so empfindlich für Mückenstiche. Jetzt gerade habe ich schon wieder einige. Ey, so ein Miststück, ne? Ja, das ist der Nachteil hier. So, jetzt muss ich irgendwie gucken, ist Sonntag. Ich brauche auf jeden Fall Abendessen. Ich brauche auf jeden Fall... Mein Gott, bin ich durcheinander. Getränke. Heute wird nochmal sehr, 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 sehr warm. Das steht fest. Und ich muss,